Puste. Are you here alone? Do you live alone in this dark world? Oh, please don't be sad. I'm Dennis, and what's your name? Ah, you are a gimbal. With a light aluminum body? A smooth follow focus wheel with a great AB cue point option. A bright LED display with strong motors. 360 degrees rotation possibility. Maybe you want to come with me to my planet where we can create a lot of great content together. So, meine Kätzchen, jetzt könnt ihr aufhören zu weinen, Tränchen abwischen, das Ding hat das überlebt, hier sitzt es oder steht es direkt neben mir und heute werde ich euch erzählen, was das Teil kann, wie man damit umgeht und die Pros und die Cons, alles kommt gleich. Also wie ihr das schon verstanden habt, habe ich jetzt hier einen Stabilizer von Sirui. Exakt heißt das Teil, ist ziemlich geil. Ich habe ein paar Wochen schon getestet und bin davon richtig begeistert. Zu den technischen Details, wie immer, ich habe absolut keinen Bock, das alles aufzuzählen, weil das Ganze gibt es im Internet zu finden. Könnt ihr jederzeit nachlesen, googeln im schlimmsten Fall. Aber was soll's, wir auf der Schule. Lass uns mal kurz die Sache durchgehen. Ich werde es nur bestätigen. Und zwar, ah ja genau, 3,5 Kilo kann man drauf stellen. Ja, das stimmt, allerdings nicht ganz. Und zwar, ich nutze Blackmagic Pocket Cinema 4K und das Ding ist für den Stabilizer leider zu schwer auf einer Seite. Das ist jetzt natürlich kein Blackmagic, das ist ein Canon von keine Ahnung woher, nur so halt als Zierde. Und wenn ich mein drauf, wenn ich mein Blackmagic drauf mache, dann zieht das Ganze nach links und da die Achse hier leider nicht verstellbar ist, muss ich hier irgendwas ausdenken und hier Ausgleichsgewichte dranhängen, die nicht so toll aussehen, aber dafür funktioniert dann das Ganze wundervoll und prima. Built-in Image Transmission. Ja, das stimmt, funktioniert super. Quick Release Modul. Ach ja, genau, und das ist richtig geil. Und zwar das Teil hier. Also davon bin ich sowas von begeistert. Es ist tausendmal besser als bei jedem anderen Hersteller, bei der man irgendwelche Plastikdinger da reinstecken muss, irgendwas festhalten. Hier geht alles. Ist alles aus Metall. Und einmal einklappen, kann man das Teil bewegen. Werde ich nicht, weil das Ganze ist jetzt gerade ausbalanciert. Und dann einfach dagegen drücken und das Ding ist fest und robust und fällt niemals nirgendwo hin. Auf jeden Fall hier ein riesen Plus und Applaus an Sirui. So, was haben wir noch hier?
Quick-Release-Modul, ja, wie gesagt, super geil. Instant Settings, okay. Quick-Charge, das stimmt. Das Ding, da drin sind die Akkus und das Teil wird geladen, blitzschnell und hält Ewigkeit. Ich habe einfach mal spaßeshalber getestet, wie lange das Ding aushält. Heute ist Tag 3. Das Ding hält. Ich habe es irgendwo gehört. Ach, Drei-Wettertaft. Drei-Wettertaft. Als Spray oder als Pumpspray. Beide FCKW-frei. Genau so. Ach ja, genau. Dieses Ding jetzt noch. Ich zeige mal, wie das aussieht. Also die Idee finde ich super. Praktisch ist das bisschen... Moment mal. Bisschen seltsam. Und zwar, das Bracket kann man hier dran schrauben. Ist ein extra Teil, kostet, wenn ich mich nicht irre, um die 50 Euro. Und das ist aus Metall. Übrigens, alle Materialien sind richtig geil, wie immer halt. Ich sage das jedes Mal, aber das ist nun mal so. So, und das Ding kann man hier dran schrauben. Und man hat die Halterung. Hält super, robust. Nachteil, man kann nicht mehr abstellen. Ist halt ein bisschen seltsam. Aber lustigerweise von einem anderen Hersteller, wenn man das Teil nimmt, diesen Tripod, kann man hier auch dran schrauben. Funktioniert einwandfrei. So, dann gibt es noch den Motor für... Ja genau, Fokusmotor. Das ist das Teil hier. Kann man abschrauben, kann man wieder dran machen. Stark. Also ich glaube, wenn ein Finger dazwischen kommt, das war es dann mit dem Finger. Denn diese Motoren, insgesamt die Motoren hier, sind richtig übelst stark. Und selbst das passiert, wenn man die Gastarbeiter bei sich im Studio beschäftigt. Gastarbeiter. Scheiße, das Wort ist ja international. Selbst wenn man das Ding nicht gut ausbalanciert hat, sind die Motoren so stark, dass sie einwandfrei die Kamera weiterhin halten und nicht mal warm werden. Im Vergleich nochmals zu ein paar anderen Herstellern. Und ich habe mehrere Gimbals. Ich habe von Feiyutech, der fällt mir gerade ein, ich habe von Feiyutech, von Zhiyun Crane, von DJI, sogar zwei. Die Bildübertragung funktioniert wunderbar, werde ich jetzt auch nicht zeigen, weil es gibt ja, könnt ihr selber testen. Scherz beiseite, aber ist ja nichts mega Neues. Dann ein paar Wörter zu den Modi. Und zwar, es gibt 5 davon, sind wunderbar, wie immer. Alles ziemlich gleich wie bei den anderen Gimbals, nur funktioniert es irgendwie schöner, präziser und das Einzige vielleicht, was ich komisch fand, ist die Schaltung zwischen den Modi. Also da muss man wirklich einen Knopf einklemmen und mit dem Drehrad, mit dem Fokusrad kann man die umstellen. Und wenn man das Ding in der Hand hat, ja okay, das klappt halt nur dann, wenn man das Ding so in der Hand hat und so drehen kann. Also sprich, wenn man so das Ding hält hier, wird ein bisschen komplizierter. So, bla bla bla, alles super. Und eine weitere Sache, die ich ziemlich super finde und bis jetzt bei keinem anderen Gimbal gesehen habe, direkt auf dem Gimbal. Also ab und zu kann man das mit der App machen, aber hier, weiß nicht, sieht man das hier? Bam, 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 bam. Die Knöpfe, AB-Knöpfe, ach ja, die kann man auch hier sehen. So, die AB-Knöpfe funktionieren auch super. Und zwar, man kann Punkte einstellen, Fokuspunkte,
und von Punkt A zu Punkt B springen. Besonders geil, wenn man irgendwas im Hintergrund hat und irgendwas im Vordergrund und da will man die den Fokus von hinten nach vorne umstellen. Und zwar dabei nicht verfehlen. Und das mit diesen zwei Knöpfen, das klappt auch wunderbar und auch sehr nützlich. Mache ich und nutze immer wieder. Und jetzt zu einer Feature, was ich persönlich, soll ich schon wieder das Wort sagen, super geil finde. Hyperbutton. Hier ist das Ding, hier ist das Teil. Man drückt drauf und man kann Gimbal so schnell bewegen, hin und her. Und das Teil bewegt sich mit, ohne zu ruckeln, einfach nur schneller. Also wirklich so Hyperbutton. Klasse Idee von Cirui, finde ich. Und das könnt ihr hier sehen. So, die Schließteile hier, diese Locks, ich verstehe nicht, wieso Cirui die zwei hier gemacht hat. Die kann man hier festklemmen, aber nicht diese Achse. Also das ist für mich tatsächlich ein Rätsel. Keine Ahnung. Also finde ich ein bisschen seltsam, aber okay, man kann ja nicht alles haben. Man kann eventuell hier irgendeine so eine Klammer dazu kaufen, die dann das ganze Ding festhält. Aber Cirui, bitte ändern. So, und jetzt Pros und Cons von dem Exact Stabilizer von Cirui. Wie ich bereits sagte, es gibt ein kleines Problem hier bei den größeren Kameras oder beziehungsweise bei so einer Kamera wie Blackmagic, die ziemlich breit ist, dass die hier nicht reinpasst und leider kann man diese Achse hier nicht verstellen. Das würde das Problem lösen, aber es ist ja nun mal so und deswegen muss ich zu den Gegengewichten greifen. Sieht dann nicht schön aus, funktioniert aber super. Ein Grund Nummer zwei ist, wenn man das Ding auf dem Tripod stehen hat, hat man die Halterung hier nicht. Und die einzige Möglichkeit ist hier diese Halterung abzuschrauben und hier anzuschrauben. Aber dann kann man das Ding nicht mehr abstellen. Was wäre dafür die Lösung? Keine Ahnung, vielleicht noch ein Tripod oder vielleicht irgendein rundes Teil, was man draufschrauben kann, womit man das, worauf man das zumindest abstellen könnte. Das wäre eventuell die Lösung. Und Nummer 3, was mich persönlich stört, ist keine Unterstützung für Blackmagic. Aber das ist ja auch lösbar und ich denke, mit der neuen Firmware wird das Ding von Cirui gelöst. Und dann ist ja alles wunderbar. So, jetzt die Pros. Oh. Zurück zu den Pros. Mein persönliches Dank an Cirui für diese Klemme hier. Die ist aus Metall und eine kurze Bewegung und Quick Release Plate steckt hier richtig fest drin und wird sich nicht lösen. Im Vergleich zu vielen anderen, bei denen das aus Gummi oder aus Plastik oder weiß Gott was, aus was allem gemacht wird. Dann ein Lob an den Akku. Ist ein Mordteil. Ich denke, ich sagte bereits, 3 Tage filmen und wirklich
mehrere Stunden. Und das Teil hat nach wie vor, so, hier könnt ihr sehen, zwei Bündchen leuchten. Also das Ding ist wahrscheinlich noch, hat noch 30% Restlaufzeit. Das ist eigentlich echt der Hammer, was da alles drin steckt. Respekt an Sirui. Dann ein Riesenlob auch an die Motoren, die wirklich übelst stark sind. Und ob so eine kleine, was auch immer das ist, Canon ist oder riesen Black Magic mit 24 mm Sirui Objektiv. So ein Set wiegt insgesamt knapp 4 Kilo. Wobei die Tragfähigkeit davon 3,5 sein sollte, laut Hersteller. Aber selbst 4 Kilo funktionieren wunderbar. Und ja, wie gesagt, Riesenlob. Die Motoren werden niemals warm. Nein, kein gar nichts. Kein nichts. Kein Mucks. Und dann noch zur Verarbeitung. Wie immer, super Qualität. Alles, selbst wenn es Gummi oder Plastik ist, ist alles so fest und robust. Und ich denke mal, das ist Aluminium. Die Verarbeitung ist richtig geil. Selbst wie die ganzen Knöpfe gemacht sind, man hat so diesen angenehmen Antatschen. Keine Ahnung, wie man das noch beschreiben kann. Also mein Fazit ist ein super Gimbal. Der Preis liegt bei ca. 460, 470 Euro. Dann weitere 50 Euro für diese Halterung noch aus Aluminium. Und insgesamt liegt der Preis so circa wie bei den anderen Herstellern. Und dafür bekommt er ein richtig geiles Teil. Modern mit diesen blauen Schraubchen finde ich wunderbar. Würde ich empfehlen. Und wenn ihr das Teil kaufen wollt, könnt ihr hier runtergehen. Da gibt es einen Link direkt zu Sirui und dann könnt ihr es kaufen. Eventuell gibt's, müsst ihr ab und zu schauen, ab und an gibt es da Rabatte. Und ansonsten Glöckchen klicken, Like-Button drücken, was auch immer man da noch macht. Und schreibt Comments und E-Mails und wir sehen uns bald wieder. Und ich bin out. Wir sind out. Sind wir out? Wow! Da sind wir wieder. Ganz vergessen zu sagen, wir planen jetzt gerade was ganz Neues und richtig mega Geiles, was dir auch gefallen wird. Besonders, wenn du ein Beginner bist, ein Anfänger und du willst auch Video oder sogar vielleicht Filme drehen, weißt aber nicht, wie und womit du das beginnen sollst. Wir werden es dir sagen, schon bald. Deswegen, followen und abwarten.